In Deutschland warten etwa 10.000 schwerkranke Menschen auf ein Spenderorgan. Die Chancen darauf sind gering, denn es gibt viel zu wenige Organspender. Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung sterben mehr als 2 Menschen am Tag, weil sie nicht rechtzeitig ein Spenderorgan bekommen. Pia K. litt seit ihrer Kindheit an einer schweren Nierenerkrankung. 8,5 Jahre wartete sie auf ihr neues Organ. Seit ihrer Operation engagiert sie sich im Bundesverband der Organtransplantierten. Ich konnte nicht mehr, ich wollte nicht mehr. Ja. Ich hatte für mich zumindest gedanklich mit dem Leben abgeschlossen. Ja. Ich wusste ja, ich stehe auf der Liste und ich wusste, dass ich wahrscheinlich auch sehr weit oben stehe. Aber der Punkt ist ja, man weiß es nicht. Das ist ja wie ein Lotto, also prozentual zu vergleichen mit einem Lottogewinn. In der Politik besteht breiter Konsens, dass etwas unternommen werden muss. Doch über den richtigen Weg wird gestritten. Die meisten betroffenen Verbände werben für die Widerspruchslösung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Damit würde jeder als Organ- oder Gewebespender eingestuft, der dem zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen hat. Dennis Günther Gemeinhardt lebt seit 12 Jahren mit einem Spenderherz. Er hat gemeinsam mit anderen eine Petition gestartet, um für die Widerspruchsregelung zu werben. Also das Recht auf Leben muss höher bewertet werden als das Recht auf Schweigen. Die Zustimmungsregelung, die es schon seit 2012 gibt, die hat überhaupt nichts gebracht. Und die Menschen müssen sich damit auseinandersetzen zumindest. Und das geht nur mit der Widerspruchsregelung. Bei der Entscheidungslösung würde es bei dem heute geltenden Grundsatz bleiben, dass nur derjenige Organspender sein kann, der zu Lebzeiten explizit darin eingewilligt hat. Die Verfechter beider Lösungen wollen erreichen, dass sich mehr Menschen als Organspender eintragen. Denn das rettet Leben. Leben wie das von Pia K. Jetzt ist es wie ein zweites Leben, wie ein neues Leben. Geschenktes Leben, geschenkte Zeit. Und das muss man immer im Auge behalten. Ne? Und immer dankbar dafür sein.